Hallo, meine lieben Freunde, und recht herzlich willkommen zurück bei Ni no Kuni mit dieser Figur. Wow, ja, der ist schon eine Weile da drin. Du Armer. Hier gibt's nichts. Tja, egal. Okay, ich wollte gerade auf etwas hinaus, aber das wäre doof, das zu sagen. Lassen wir es mal. Okay, wir gehen einfach mal durch den Wasserfall durch, weil offenbar müssen wir da durch. Achso, da ist dieser Kreis. Ah, stimmt. Okay, dann gehen wir mal da rein. Prinz Hakim, das ist der magische Kreis, der unser Fluch aufgehoben hat. Ein magischer Kreis? Könnte so etwas auf mich tatsächlich dieselbe Wirkung haben? Ja, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ja, ihr habt recht. Nope. Was? Das verstehe ich nicht. Er steht genau da, wie wir damals im magischen Kreis, aber nichts passiert. Der arme Kerl ist seit tausenden von Jahren so. Wir waren nur ein paar Minuten lang verflucht. Es tut mir so leid, Prinz Hakim. Ich wollte euch keine falschen Hoffnungen machen. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Damit habe ich gerechnet. Ich glaube nicht, dass der Fluch gebrochen werden kann, solange Apep noch lebt. Er nutzt ohne Zweifel seine eigene verderbte Magie, um dessen Wirkung zu festigen. Na dann, ist ja wohl klar, was wir zu tun haben, oder? Tröpfchen hat recht, es gibt nur eine Lösung. Gewiss nicht, ihr wollt doch gewiss nicht Apep gegenüberdringen, das wäre äußerst waghalsig. Ich werde euch helfen, ich muss. Nein, ihr könnt nicht mit uns kämpfen, Prinz Hakim, nicht mit solcher Verletzung. Keine Sorge, Prinz Hakim, ihr könnt auf uns zählen, wir werden Apep besiegen und euren Fluch aufheben. Ich glaube euch. Etwas an euch lässt es mich glauben. Apep lauert tief in diesen Ruinen, ich werde euch zu ihm bringen. Okay, super. Dann mal los. Why the hell not? Gott, hier drin ist wieder so warm. Bin ich ab und zu mal gerne, tut mir leid. Moment. Das kenne ich doch. Jetzt zeichnen wir das nochmal. Das war. Ne, ich kann es wahrscheinlich. Ah, doch, ich kann es tatsächlich hier verwenden. Sparen wir uns den Dialog. Oh. Wait. Ha. Naja. Ich kann hier wenig machen. Ah. Komisch. Halt. Ha. Wenn es. Ja, ich weiß. Was ist los? Vielleicht muss man die Tür mit einem Schlüssel öffnen, aber in diesem Ruin gibt es keine Schlüssel, da bin ich mir sicher. Aber in den Wänden meiner Zelle stand etwas geschrieben. Ich frage mich, ob es eine Art Hinweis war. Zwei Freunde hüpfen hin und her, einmal hier, einmal da. Da war noch mehr, ich weiß nicht mehr genau. Vielleicht müssen wir die Worte entschlüsseln, um die Tür öffnen zu können. Ah. Okay, I understand. Das heißt, wir müssen erstmal zurück in deine Höhle. Wo gingst du nochmal zurück in deine Höhle, bitte? Hier rum? Nein. Was? War doch hier, oder? Nee. Ah, Idiot. Ja. Ihr müsst es nicht sagen. Da kamen wir her, richtig? Ja, okay. Dann schauen wir nochmal. Müsste ja dann irgendwas stehen da. Da? An der Wand, hier drüben steht was geschrieben, Mann. Zwei Freunde hüpfen hin und her, einmal hier, einmal da. Da ist noch mehr. Der eine springt stets forscht dorthin, wo der und wo der andere zuvor war. Das verstehe ich nicht, Mann. Moment. Zwei Freunde hüpfen hin und her, einmal hier, einmal da. Der eine springt stets forscht dorthin, wo der andere zuvor war. Okay. Gut, dann schauen wir mal, ob wir das Rätsel irgendwie lösen können. Rätsel während LPs. Ja, das ist sehr oft mein Untergang. Unsere Freunde springen immer hin und her. Einmal dort, einmal hier, einmal da. Der eine springt immer dahin, wo der andere zuvor war. Okay.
Schauen wir nochmal. Ich kann nur die beide bewegen, okay. Dann bringen wir dich mal hier hin. So rum? Ha, ich hätte es gedacht, vielleicht wäre das tatsächlich... damit. Einfach nur vertauschen, ihr wisst schon. Kann man die hier auch bewegen? Moment. Nope. Okay. Ha. Oh Gott. Okay. Ich schneide, denke ich mal, so lange, bis ich das herausgefunden habe, weil ich sehe ja an sich keine Hinweise oder sonst irgendwas. Also nicht, das sind meistens zu wenig Hinweise für Rätsel, um ehrlich zu sein. Ich weiß dann nicht, was ich davon halten soll. Okay. Wenn das so ist, dann machen wir das so. Ha! Ich hatte recht mit dem Plätze tauschen. Okay. Ich dachte nur nicht, dass... Also, ihr wisst, was ich wahrscheinlich gedacht habe. Ich dachte, die Säulen wären die einzige Möglichkeit, sie irgendwo hinzuschieben. Nope. Nope, nope. Man kann sie auch an die Stelle schieben, wo man vorher war. Das waren genügend Hinweise. Okay. Touché, Game. Touché. Da habe ich dich ein bisschen unterschätzt. Beziehungsweise dir. So, gut. Unrecht getan, so rum. Das hätte ich auf jeden Fall noch ein bisschen besser recherchieren können. Hier scheint auch nichts zu sein. Da können wir uns wahrscheinlich wieder in einen Frosch verwandeln. Bäh. Zauberblockade. Oh, und jetzt kann ich nicht mehr zaubern, richtig? Ah. Na, okay. Deswegen warte ich da jetzt nicht. Das ist es mir nicht wert. Gott, Zauberblockade kann uns hier wirklich umbringen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und da... Mächtige Magie. Wird auch... Ja, ich bin sowieso immer noch verflucht. Okay. Wahrscheinlich müssen wir da so einen grünen Kreis finden, bevor wir uns wieder verbessern. Hier haben wir noch nicht alles. Oh. Bam. Du hast einen Satz Sturmvisier irgendwas. Okay. Dankeschön. Liebes Game. Sehr nett von dir. Schauen wir mal. Oh. Das ist schlecht. Na gut. Meine Zauberblockade ist weg. Das war genauso viel Bewegung, wie ich noch gebraucht habe. Bam. Allgemeiner Angriff. Entladen. Und ich... Passt hier auf, dass hier niemand verletzt wird. Während ihr euch darum kümmert. Komm, macht die kaputt. Nope. Hahaha, so klappt das nicht. Angriff. Guys. Macht die fertig. Bam. Und das ist noch der letzte. Und Sven, du wirst nicht sterben. Nope. Nicht, dass ich das zulassen würde, zumindest. War der gerade versteinert? Kann das sein? Wow, okay. Na gut, ist eine häufig vorkommende Elementar-Veränderung in Spielen, also überrascht mich mal nicht. Moment. Ich muss da rein? What? What is this? Oh, ich kann darüber. Das ist cool. Dachte ich jetzt nicht. Aber da müssen wir noch nicht hin. Wo sind wir dahin? Das ist wahrscheinlich genauso eine Zauberblockade, oder? Ja. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Dup, 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 dup. Wir haben nichts gegen Zauberblockaden, oder? Ich meine, das ist nicht verstummen. In keinster Weise. Geht das mit der Zeit weg, weil dann können wir einfach warten.
Ja, passt schon. Dann warten wir hier einfach. Wenn wir nichts anderes machen. Vergiftung, Blindheit, Verwirrung, Flüche. Okay. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ah, nee, da ist es. Stopp. Passt. Ich möchte die ganze Zeit schneiden. Auch wenn es gar nicht nötig ist. So, hier. Schlangenschlüssel. Nice. Schon heftig, dass man das braucht, das Item. Wenn man dann sonst Probleme bekommt, aber gut, von mir aus. Wow, wie komme ich denn da hin? Achso, nee. Ja, natürlich. Ich weiß, wie man da hinkommt. Easy peasy. Such mal die Gegner hier nicht auszulösen. Habe ich sogar geschafft. Cool. Okay, das ist super. Und damit können wir da wahrscheinlich auch durch. Der König der Kobras ist in der letzten Zeit bereit. Nein. Wir sind noch nicht hundertprozentig bereit. Ich möchte davor noch kurz speichern. Ich meine, so viel Zeit muss sein. So, und außerdem wäre es ziemlich doof gewesen, wenn ich mit Zauberblockade da reingehen würde. Ja, war wohl mehr als gut, nochmal zu speichern. So, jetzt sind wir bereit. Schauen wir, ob wir den Boss gleich schaffen. Ich glaube, das war's dann schon beinahe. Also es gibt nur einen Weg, so grob, aus in diesem Tempel. So viel ist das jetzt nicht. Wow. Sieht aber verdammt cool aus hier, muss man schon sagen. Oh, gefällt mir. Me likes. Sollte mich jetzt nicht in der Gegend hier verlieren. Oh. Das ist ein Kobra-König, ja. Das sieht man. Okay. Ich würde gerne im Kommandomodus bleiben während den Bosskämpfen. Deswegen nehme ich sie. Angriff. Schaut, dass alles passt. Ich möchte den alle ein bisschen hier nutzen. Alle bitte verteidigen. Keiner wurde angegriffen, das ist super. Und jetzt wieder angreifen. Attack them! Verteidigen! Attack them! Ich glaube, das ist so ganz gut. Mensch. Das, ach so, das war ja Verstärkung, das ist gut. Das ist gut, das passt. Dann kann ich vielleicht sogar wechseln. Bisher sieht der Boss jetzt noch nicht so schlimm aus. Woo! Voll gebufft. Ich mag baden. Man sieht sie selten. Okay, dann gehe ich mal ganz kurz zu Oliver. Und schaue, dass ich hier mal schaue. Ich schaue, welche Dinge ihm eigentlich wehtun. Lichtpfeil, 108. Okay. Feuerball. 34. Autsch. Bäh. Nope. Ich möchte nicht, dass der irgendwie einen One-Hit-KO hat. Das hört sich nämlich so an. Oder die ganze Zeit verfluchen. Gut. Angriff. Und Schockwelle? Nein. Lichtfall ist am besten. Okay, gut. Dann machen wir hier weiterhin. Lichtpfeil. Okay. So gut's Geld zum. Geld. So gut's geht zumindest. Bam. Das macht jetzt auch nicht so viel. Wow. Aua. Offenbar bringt Verteidigen. Habe ich gerade vergessen zu verteidigen? Oder hat es tatsächlich wenig gebracht? Nicht angreifen, bitte. Sondern hier weiterhin Lichtpfeil machen. Bam. Aber ich glaube, ich bleibe bei Esther. Und kümmere mich hier um die Heilung. Ansonsten schaffen wir das nicht.
Alle bitte abwehren. Dankeschön. Und wieder angreifen. Und Heilung auf Oliver. Während ich hier einfach nur die Mana-Punkte einsammle.